Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2, die, sollte ich die Chronicles Edition sagen. In der letzten Folge sind wir in dieser komischen Dimensionsspalte hier reingerannt. Und ja, anscheinend ist das hier irgendwie ein Ort, der von Gilland, also Elvins Onkel, betrieben wird. Und ja, angeblich soll sich hier drin irgendwo ein großer Geist namens Aska, gut, sehr schön, befindet, rumlauern und ja, den suchen wir noch. Ich steuere mal Elvin, weil ja, warum nicht? Und mir ist aufgefallen, ich habe die Alien-Kugel noch nicht ausgerüstet, deswegen gucken wir mal. Oh, Stärke 2, sehr gut. Das kann auch bleiben, glaube ich. Normaler Angriff mit Doppelklingen, Schlangen, Gegner jeder Größe zurück. Oh, sehr schön. Das ist auch nicht schlecht. Das auch nicht. Okay, passt noch alles. Bis auf das hier wieder. Das ist ein bisschen zu wenig. So, hier, nimm mal hier. Was? Okay. Sehr schön. So, mach doch mal hier. Hm? Oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Eisenkraut. So, komm mal her. Mit einigen Charakteren so nah dran, was Neues zu lernen. Machen wir halt mal so. Oh, was? Könnte mal ein bisschen früher explodieren. Richtig geile Kombo. Wo kommt der denn her? Nun absichtlich so spät sterben, kann das sein? Sehr schön. Da kriegen wir erst Bonus, wenn die während dieser Verwandlung getötet werden, ne? Mann. So, Elvin, du bekommst auf jeden Fall Stärke. Ja. Ich will nicht gegen alles Mögliche kämpfen, tut mir leid, aber so ist das normal. Da ist eine Truhe, sehe ich gerade. Warte mal hier. Gar nichts. Okay. Okay. Warum nicht? So. Warum bin ich mit nicht mit Rome verbunden? Was soll das? Sehr schön. Mal. Verbindet euch. Mein Gott, ich komme voll durcheinander. Ich immer. Ich immer Dingen steuern muss, um das einsetzen. Nicht mit dem Blöd. Na genau, meine ich. Okay, sehr schön. Level Wiederherstellung, das ist sehr gut. Da baue ich. Wo ist das hier? So, irgendwas ist an der Decke, das gefällt mir nicht. Ganz Hühner-Sushi. 80% mehr Erfahrungspunkte, geil. Das mal vom Bosskampf ein, der ganz bestimmt irgendwann kommen wird. Hey, hey, du bist neu. Komm mal her. Ich habe noch gegen keinen im Kittel gekämpft. Mann! Aua. Da kann man nicht Verbindungsattacken einsetzen, wie der Zeichner aussieht. Aua, was zum Teufel? Heile Offensive! Verbindet euch miteinander, ey, ich krieg die Krise.
Ich würde auch in der Strategie, ja, mache ich jetzt auch. Ist mir zu blöde. Verbinden so. Na komm, sterb. Schießt er gegen das Knie. Arrow to the knee. Ja, ne, ich sollte vielleicht mal Dingens hier wieder einsetzen. Mehr Elementarerze. Elementerze. So. Jetzt habe ich es mal offiziell gesehen. Es war schon dutzend Mal offiziell gesehen, aber naja. This must be where they manage plant growth. Die Umgebung auswählen. Weiter auf Standardumgebung eingestellt. Okay, wir waren erst im Kultivierungsraum 1, ne? Glaube ich. Weisheitsring erhöht Intelligenz um 10%. Das ist doch mal richtig nett. Wow, warum bekommt ihr richtig gute Sachen? Oh, Vitalität. Ja. Du bekommst hier Psyche. Ja, du nimmst das. So, warum laufen hier Monster rum? Eine Plantage 2, okay, okay. 7654. 7654. Sehr schön. Look at the size of that eggplant. It's like looking in a mirror, huh, Tipo? Was? Mein Gott, der sah irgendwie so aus, als würde er voll reinpassen. Ohne irgendwas Böses zu machen. Scheiterhaufen. Andere Attacken habe ich echt nicht. Warte. So, Freck. Wo kommst du denn her? Aua. Oh, du bist allgemein anfällig gegen Schwerter? Sehr schön. Scheiterhaufen, Bams. Kriegen ja echt gut Erfahrungspunkte, finde ich. So, noch mehr Psyche, sehr schön. Meine Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. Bilbo, was? Wir haben Hobbit gefunden? Na gut, wo haben wir noch nicht? Nee, das sieht irgendwie so aus. So, Marksburg, geh mal da ein. Na, hier, boah. Okay, egal. Man könnte nicht auch gegen Klingen anfällig sein. Dumm, 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 dumm. Wo ist jetzt hier wieder eine Person? Da sind doch bestimmt nur zwei Gegner. Ich kenne das doch. Oh. Übertrieben. Da kommt schon wieder einer, einfach so. Boah, ich liebe diese Combo. Geht ihr das noch als? Roan. Ach, du meinst dich, okay. Gemüseset, sehr schön. Ah, geh weg. Bah, geh weg. Boah, einfach knapp.
Was soll das? Na gut. Sehr schön. Ich will auch da rein, kommst du aber nicht. Und wir haben einen Speicherpunkt, sehr schön. Das ist der Mittelsaal. Ich glaube, da ist doch drüber, wo wir vorher waren. Okay, Plantage 3. 8708 8708. Mein Gott. Ah. Ein dickes Ding. Au. Dafür kriegst du eins rein. Mit dem. Schade. Höllenscheithaufen. Burns. Genau, setz Wasser ein. Ah, oh Gott. Aber da kommen jetzt wieder irgendwie Gegner von irgendwoher. Ja, auch irgendwie keinen Bock auf irgendwas, ne? Und zack! Bams! Kein Gegner, sehr schön. Wir kriegen echt verdammt viele Erfahrungspunkte. Kommender Titel, Statist. Okay, sehr schön. Das ist, glaube ich, irgendwie mit Ludgar verbunden gewesen. Oh Gott, das ist nicht schön. Ich muss mal den Müll rausbringen. Oh, nächster. Sehr schön. Was ist Wagen, Mann? Die Person, die ich steuert, immer verdammt viel TP. Der die Computer bekommt irgendwie hin. Okay, Runde Nummer 2, weil es uns gerade ein bisschen schlecht geht. Jetzt folgt er voll schnell. Wir kriegen immer mehr Erfahrungspunkte, kann das sein? Meine, wir haben ja 2 Level Ups schon bekommen, das gibt's doch nicht. Seriöse Flüssigkeit. So, wir haben neue Fertigkeiten zu bekommen. Sehr schön. Psyche, ja. Ich muss unbedingt ein paar Viecher erledigen, um mehr FP zu bekommen. Ah. Wo kommen wir da hin? Energieschaltzentrale, das klingt schon ein bisschen wichtiger. Deswegen gehen wir mal zum Mittelpunktraum. Oder wie er hieß. Also Erfahrungs- und Elementerz-mäßig bringst du das schon hier drin, ne? Finde ich. Da gucken wir uns mal Alliumkugeln an. Wow, jetzt. Was zum 1200? Okay, vielleicht liegt das daran, weil irgendwie mehr lernt oder so. Ich frage mich, wie groß die Zahlen noch werden. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir das hier. Dann kommt ja immer noch Feuer.
So, ihr lernt noch verdammt viel. Oh, Level wieder erstellen. Guck ich das an, da ist so schön. Jetzt eigentlich gespeichert, ja. So. Is that what I think it is? Sure looks like it, but it's out of reach. Warum? Dann weiß ich wenigstens, wo wir demnächst kämpfen werden. Okay, gehen wir erstmal weiter. Gut ist, wenn ich hier offscreen trainieren würde, würde ich mich immer wieder heilen wegen Level wieder ja schon. Das ist richtig gut. Looks like another device of some sort. Er hat 80% mehr Elementerz. Her damit. Zum Wartungsmodus wechseln. Oh Gott. Und soll ich den Partner noch machen? Wird dann schon wieder ein bisschen knapp, wenn er schon wieder so ein übler Boss ist. Ich platziere noch mal ein paar Gegner und dann machen wir in dem nächsten Part, würde ich sagen. Also habe ich dann für heute 5 Parts aufgenommen, mache ich das nächste Woche. Mal. Ja, ist doch so. Also sind wir denn verbunden? Also im letzten hier gerade so schön leveln. Bevor ich wieder in irgendeinen Kampf reinlaufe, den ich keine Chance habe, was wahrscheinlich sowieso der Fall sein wird. Mein Gott. Ja, guckt euch mal an, wie viele Sachen wir jetzt hier lernen. Das war richtig nett. Außerdem habe ich noch ein paar Dinger hier. Können wir auch noch verbrauchen. Tun wir noch so die nächsten 5 Minuten ein bisschen trainieren. Also muss ich ja noch für einige Elite-Monster stark genug sein. Und oh, was? Guardian Frost. Ey, da kenne ich aus. Tales of the Abyss. Aua. Kannst du es wagen? Aua. Hab ich auch gar nicht Guardian Field eingesetzt, fällt mir ein. Verreck. No point in running from us, for we will break you or break your heart if you're a lady. I'll keep getting better. Also, solange es hier nach jedem Kampf hier so Dinger regnet, gehe ich bestimmt noch nicht weiter. Das lohnt sich ja richtig. Ich muss da hier noch irgendwo noch einen Code eingeben, oder? Fällt mir gerade so ein. Okay, das sehr schön. Ich bin guten Ort hier gefunden. Aber kannst du es wagen? Ich bin Kressnik, Mann. Sehr schön. Immer mehr. Oh, da habe ich sehr viele neue Fähigkeiten zum Ausrüsten. Sehr schön. Oh, mehr Erfahrungspunkte. Ja, nee, das wollte ich schon im Dings machen. Ach, was soll es hier kommen? Verballert die Dinger auch noch. Schon froh, wenn wir den Kampf überhaupt schaffen. Wahrscheinlich ist der Kampf wieder voll imbar, deswegen gehe ich kein Risiko ein. Wenn ich den Kampf irgendwie Probleme schaffe, dann weiß ich wesentlich, dass ich überlevelt bin. Müssen nur irgendwann treffen. Das hat es ja voll gebracht. Ich möchte mal so gern 2 Gegner wieder aneinander rein. Wir laufen dann nicht mehr als 2 Gegner herum.
So, ihr gibt mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. So, ein Kampf. Warum auch nicht? Ich glaube, der letzte oder vorletzte Kampf auch. Bounce! Ja, ihr seid anfällig gegen Wasser, oder? Hey! Ich habe auch Guardian Field eingesetzt. Okay, sehr schön. Wow! Okay, da kann ich auf Screen einige Sachen wechseln. Das ist ja wechseln, aber ausrüsten. Oh nein, runter wollte ich eigentlich nicht. So, ihr beiden, kommt mal hier hin. Sehr schön. Jawohl, ich habe den einen angetroffen, sag ich mal. Ich glaube, das ist halt der letzte Kampf. Wenn wir mit jedem nochmal ein Level abbekommen, also bei Level 23 oder so. Glaube ich. Da wird er reichen. Hey, geblieben! Stell dich deinem Schicksal. Ey. Ein bisschen TP noch. Ha, ich habe Spaß an dieser Verwandlung. Also voll heftig, ey. Ach man, den hätten wir doch pass. Au. Bin ich aus der Heilung ausgerollt. Da war ich auch schon wieder. Ich könnte immer noch weiter trainieren, ey. Was? So, ich würde sagen, Krieger der Wiedergeburt. Okay. Wahrscheinlich wegen Verbindungen und so, ne? Alles klar. So, dann sind wir jetzt hoffentlich gut gerüstet mit Level 24 gegen Aska, gegen den wir ganz bestimmt im nächsten Part kämpfen werden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und wir gucken uns noch an, was die Katze gemacht hat. Okay, jetzt gehen wir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.